Der nächste, bitte. Tag. Grüß Gott. Tag, grüß Gott. Grüß Gott. Sie haben uns herbestellt. Ja, ja. Ja, ja, Moment. Tun wir mal niedersitzen. Kein Stress. Name? Rosalie und Hermann Wurzeler. Wurzeler. Wutzler. Wutzler. Wurzeler. Schon gehört. Wutzler. Wurzeler. So, Moment. Wutzler, da ist der Ei. Da ist der Akt. Wieso sind wir denn da? Geblitzt sind sie worden. Was? Und Vignette haben sie auch keine. Ja, wir fahren ja auch nicht auf der Autobahn. Ja, noch schöner, wenn sie vielleicht mit deinem Kinderwagen auf der Autobahn fahren. Bitteschön. Und wie schaut's aus mit Opa und Oma Führerschein? Bitte was? Bitte was? Seit 1. Jänner geht es nur mehr mit Opa, Oma, Führerschein, ja? Und die Vignette hat sichtbar am Kinderwagen befestigt zu sein. So schaut sie aus. Ja oder nein? Haben wir das? Haben wir das? Nein, ja, für was denn? Ja, für was denn? Für was denn? Mit der Vignette steht ja eine Prüfung in Verbindung, ja? Kleinkinder können durch ungeprüfte Großeltern schwer zu Schaden kommen. Deshalb haben wir ja jetzt ganz klare Richtlinien. Es ist ja alles geregelt. Was machen Sie denn zum Beispiel, wenn das Putzerl im Kinderwagen schreit? Was machen Sie dann? Ja, was, was? Also, der Hermann geht um und dann macht er so Guti, 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 Guti. Total falsch. Was ist denn da falsch? Total falsch. Was ist da falsch? Was glauben Sie, was das Baby denkt, wenn sie sowas sieht? Der Opa ist deppert. So ein Blödsinn. Der Kleine hört auf zum Blären und lacht uns an. Ja. Das glauben aber nur Sie. Der lacht Sie nicht an, der lacht Sie aus. Ja. Ja, und was soll man jetzt machen? Stellen Sie sich nicht so unwissend. Jede Fahrschule hat jetzt einen Kinderwagenkurs dabei. Ja, und da lernen Sie alles. Reifen wechseln, reversieren. Einparken. Alles. Es ist ein Rundumkurs. Brauchen wir alles nicht? Weil wir haben ja nur den Buben, wenn die Eltern keine Zeit haben. Ja. Einmal in der Woche und ja. Das kurz. Das kennen wir schon, diese Sprüche da. Das haben sie beim Anschnallen auch immer gesagt, die Leute. Wir fahren ja nur ein paar hundert Meter und duscht schon, und duscht schon. Also gut, meinetwegen, wir machen mal so einen Kurs. Ja, hoffentlich. Wir machen mal so einen Kurs. Wie lange dauert denn der? 20 Doppelstunden. Dann kommt die Prüfung, dann gibt's die Vignette und dann dürfen sie fahren mit dem Kinderwagen. Überall. Das ist ein Blödsinn, überall, überall. Das lernen sie im Kurs, wo sie nicht fahren dürfen. Wie schaut's denn aus mit Babysprachkurs? Bitte was? Ich weiß. Babysprachkurs. Mein Gott, aber wissen Sie was? Das müssen doch höchstens die Eltern vom Baby machen, aber doch nicht mir. Das müssen die Großeltern machen, damit dieses blöde Guti, Guti, Guti einmal aufhört und dieses Grimassenschneiden da. Die armen Haarschalein glauben, das ganze Jahr sind die Berchten unterwegs. Ja, aber in die Kinder gefällt's. In die Kinder gefällt's, ja. Aber gesund ist es nicht. Gesund ist es nicht. Die Kinder können ja psychische Schäden kriegen. Kennen Sie zum Beispiel den Hallervorden? Freilich, kennen Sie. Hallervorden, kennen Sie? Ja. Der hat, zu dem haben die Großeltern immer gesagt, Didi, 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 Didi. Der sagt bis heute, sagt er noch Didi. Ja, dass er Didi hasst. Der hat bestimmt keine geschulten Großeltern gehabt. Gut, ja. Gut, dann machen wir den zweiten Kurs auch noch. Das möchte ich hoffen. Ja. Und wie lange dauert der? Ja, wie lange dauert der? 14-tägig, 2 Stunden, 2 Jahre. Was? Was? Sprachkurs. 2 Jahre? Jetzt. Wer sagt denn, dass wir da überhaupt noch leben? Oder vielleicht im Altersheim sind? Vielleicht brauchen Sie den Sprachkurs auch im Altersheim. So meinen Sie das also? Jetzt haben Sie mich verstanden, ja? Ja. Guti, 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 bäh. Guti, 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 bäh. Guti, 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 bäh.